Eva Brandt, ich gehe in die EF und bin die stellvertretende Schülersprecherin dieses Schuljahr. Gemeinsam leiten wir die SV, die Schülervertretung, mit Hilfe von unseren SV-Lehrern Frau Schulz und Herrn Gerling. Die SV steht für ein starkes Miteinander und ein angenehmes Schulklima. Im Rahmen dessen haben wir in den letzten Schuljahren mehrere Projekttage durchgeführt und unsere Schule hat die Plakette Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage verliehen bekommen. Zu diesen Projekten gehören Projekttage gegen Mobbing an unserer Schule und auch ein Planspiel, das heißt Festung Europa, wo wir uns mit der Flüchtlingspolitik auseinandergesetzt haben. Ein weiterer Projekttag im Rahmen von Schule ohne Rassismus war unsere Aktion im letzten Jahr, Komfort schenkt Freude. Unsere Schülerschaft hat Spielzeug gespendet und ganz viele tolle Geschenke gesammelt, die wir dann an Flüchtlingsheime weiter verschenkt haben. Weitere Aktionen, die die SV plant, sind zum Beispiel Unterstufenpartys, Nikolausaktionen oder auch AGs, in die sich alle Schüler aktiv mit einbringen können und auch die Mini-SV. Genau, bei der Mini-SV arbeiten Schüler der 5., 6. und 7. Klasse gemeinsam, um Projekte zu entwickeln, die vor allem jüngeren Schüler angehen, die wir dann in die SV mit aufnehmen und später daraus Projekttage machen. Wir vermitteln zwischen Schülerschaft und Lehrern, wir geben gerne eure Wünsche weiter und versuchen diese dann gemeinsam mit den Lehrern und euch umzusetzen. Ja, aber auch wenn ihr Probleme habt, die vielleicht nicht nur eure Klasse betreffen, sondern auch die ganze Stufe zum Beispiel, könnt ihr euch bei uns melden und wir vermitteln das weiter. Ein Wunsch, auf den wir uns fokussiert haben, war ein Sportfest. Dies haben wir gemeinsam mit Lehrern und den Schülern geplant und dann auch durchgeführt. Und jetzt, wenn ihr gerne in die SV kommen möchtet, könnt ihr das gerne ab der 8. Klasse tun und Teil unseres Teams werden. Davor könnt ihr auch schon eure Wünsche in der Mini-SV